Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der deutschen Variante der Blissine Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissine Box ist eine Box, die ursprünglich aus Frankreich kam, beziehungsweise es gibt auch immer noch die französische Variante. Es hat sich aber durchgesetzt, dass wir Deutschen auch sehr Bock auf diese Box haben. Und deswegen hat sich Blissine überlegt, auch hier in Deutschland die Box anzubieten. Das heißt, wir bekommen sie auch aus Deutschland nach Deutschland quasi. Und ja, ich finde es cool. Hier sind auch 5 Beauty-Produkte drin enthalten. Und ja, dieses Mal, genau, konnten wir uns einen Lippenstift auswählen, jedenfalls die Farbe davon. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich mir ausgesucht habe. Und das ist die Unibox. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank, liebes Blissine-Team, dass ihr dort einfach mir die, ja, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt, dass ich halt die Box vorstellen darf. Ich finde es total cool. Und ja, die kostet 14,90 Euro übrigens pro Box und pro Monat. Wie gesagt, 5 Beauty-Produkte sind hier drin enthalten und ich finde sie immer sehr cool. Wir haben dieses Mal ein sehr aquatisches Thema und da gucken wir auch gleich nochmal in das Heftchen rein, wo drin steht, was drin ist, um halt das Motto zu entdecken. Aber es ist dieses Mal eine schöne Box. Es sind immer sehr süße Aufbewahrungsschächtelchen. Die kann man so zweckentfremden, ne? Als Schmuckbox oder so, finde ich immer total cool. Ich werde übrigens öfters gefragt, welchen Schmuck ich so trage. Übrigens, apropos Schmuck, ich meine, dass ich dieses Mal die Ohrringe und die Kette, alle beide Sachen von Cora Azul habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe das mal in Kooperation vor 1-2 Jahren zugeschickt bekommen. Trage ich aber nach wie vor richtig, richtig gerne. Deswegen, ne? Rampampap, ihr seht's. Okay, also ich habe den Deckel jetzt entfernt und hier steht dann auch Juni 2022 Wasser Vibes. Das ist unser Motto. Sehr, sehr cool. Die Box ist wirklich prall gefüllt. Ich kann es nicht anders sagen. Man sieht auch, dass es tatsächlich hoch steht. Also die Box ist eigentlich sogar zu klein für den Inhalt. Und da gucken wir doch nachher mal rein. Mittlerweile hat Blissine Deutschland das übrigens so gemacht, dass die auch die Preise von den jeweiligen Produkten auf der Homepage aufgeführt haben, was ich cool finde. Da muss ich die nämlich gar nicht mehr so viel, wirklich viel raussuchen. Das macht mir sehr viel Freude. Und jetzt gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Denn irgendeine Idee steckt doch immer dahinter, wenn man sich so ein Motto überlegt und wenn man die Box so mit Produkten bestückt, ne? Genau. Im Juni tauchen wir ins Beauty-Meer ein. Mit einer Box, die dich perfekt auf die Ankunft des Sommers vorbereitet. Diesen Monat haben wir dir eine Auswahl an Pflegeprodukten zusammengestellt, die deinem Look das gewisse Etwas geben, deine Haut mit viel Feuchtigkeit versorgen und deinem Gesicht einen Hauch von Farbe verleihen werden. Lass uns gemeinsam die perfekte Welle nehmen. Oh, jetzt habe ich direkt einen Ohrwurm. Finde ich richtig cool. Und ja, also hier sind die Produkte aufgeführt, wie man die anwendet und so weiter und so fort. Dann haben wir hier auch noch zu den jeweiligen Marken so ein bisschen was drinstehen. Diesen Monat unsere Lieblinge. Wir teilen mit dir unsere aktuellen Favoriten. Ein Produkt, auf das wir nicht mehr verzichten können. Ein Podcast, von dem wir keine Episode verpassen wollen und so weiter. Ne? Finde ich auch ganz schön. Also, dass halt in diesem Heftchen ein bisschen mehr drin ist als nur die Produkte. Es ist Zeit abzutauchen. Ein paar Tipps. Das ist auch schön. Das mag ich auch gerne. Der perfekte Sommerlook. Dann sind so ein paar Produktvorschläge. Wie man das anwendet. Ja, und wenn man quasi die Box abonniert hat, das habe ich ja nicht, ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt, ne? Dann hat man auch die Möglichkeit, quasi so ein Freunde-Werben-Freunde-Gedönsen weiterzugeben. Ich verlinke euch mal ein paar Kanäle unten in der Infobox, die tatsächlich die Blissine-Box abonniert haben in Deutschland und wo ihr dann so 5 Euro sparen könnt auf die erste Box, sodass die dann nur noch, ich glaube, 9,90 Euro kostet die erste. Fände ich ziemlich cool. Ich glaube, Unbox Butterfly Nicole, Antje, Katrin, hat Katrin das auch abonniert? Weiß ich gar nicht. Halt einige aus meiner Trashosaurus-Gruppe. So, und jetzt haben wir hier den Blick in die Box und die Box an sich und dann gucke ich mal rein. Woof, made in Spain. Da habe ich so ein kleines Täschchen. Das sieht süß aus, oder? Mit Menschen, die sich sonnen. Ja, sehr cool. Kann man auf jeden Fall, wenn man jetzt auch auf Reisen geht, schön nehmen, um da was reinzupacken. Oder so als Party-Portemonnaie oder so nehme ich sowas auch ganz gerne. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Geschichte. Der Reißverschluss fühlt sich recht hochwertig an. Auch das Material von diesem Täschchen an sich. Genau, ich kenne Woof nicht, muss ich gestehen. Also das ist eine Marke, die mir jetzt so nichts sagt. Fühlt sich auch sehr wasserabweisend an, was ich gut finde. Das wäre das erste Produkt. Dann haben wir hier den Lippenstift, den man sich aussuchen konnte von der Farbe her.
Der ist uns auch schon mal über den Weg gelaufen, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, der war schon mal in der Bissim Frankreich-Box drin. Von Pompon habe ich hier nämlich einen Lippenstift drin. Bois de Rose habe ich ausgewählt als Farbe. Und die Alternative wäre Nude gewesen. Sieht sehr unscheinbar von außen aus, ist aber ein sehr hochwertiges, hochpreisiges Produkt. Ich glaube, 26 Euro kostet der, ne? Und da haben wir hier einmal den Lippenstift und das kommt in mein Fullface Beauty Boxen mit rein für den Monat Juni. Das ist ein Videoformat, was ich jeden Monat drehe. Da sammle ich immer die ganzen Boxen ein, die ich quasi über den Monat bei mir aufmache, die ich hier öffne und die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte daraus sammle ich in einem Tütchen und schreibe mir das alles so über einen Monat auch auf und mache dann am Ende halt ein Fullface davon, dass ich dann quasi euch zeige, ob die auch wirklich so geil sind, wie sie am Anfang auf mich gewirkt haben, weil ich freue mich immer über dekorative Kosmetik in Beautyboxen und da kommt das auf jeden Fall auch mit rein, der Lippi. Finde ich cool. Ich muss mir einen Schluck trinken, denn es ist sehr, sehr warm. 25 Grad sind es jetzt und wir haben es 8 Uhr abends, also es ist wirklich warm. Ist bei euch auch Sommer? Bestimmt, oder? Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare rein, wie warm es jetzt gerade bei dir ist. Also bei mir ist es echt warm. Ich bin auch leider jetzt erst zum Drehen gekommen, weil ich so mega Kopfschmerzen heute hatte und mir ging es halt nicht so gut, ne? Mein Bauch hier hat auch so ein bisschen gespannt und dann hat mein Freund eben gesagt, komm Schatz, wir müssen uns bewegen. Er muss sich auch bewegen, er hat einen Hexenschuss, ne? Sind wir eben eine Runde uns also spazieren gegangen, mit Sammy auch. Ja, dann war es ein bisschen besser, habe ich mir ein Käsebrötchen gegessen und jetzt sitze ich hier und kann filmen. So, ich habe aber mehr als 5 Produkte hier drin, weil hier sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Produkte allein in der Box drin enthalten. Also entweder habe ich hier ein bisschen was dazu bekommen, was man alternativ hätte haben können, was möglich ist, ne? Oder ich habe irgendwie noch, weiß ich nicht, weil hier sind noch 5 Produkte drin. Das ist krass, Leute, ne? Oder wir haben das alle. Das muss ich nochmal bei den anderen Mädels gucken. The Ritual of Karma habe ich hier auch drin. Das ist ein Duschschaum, Full of Kindness, mit Holy Lotus und White Tea. Das ist ein toller Duft und ich mag Rituals einfach super, super gerne. Ich glaube, jeder hat so einen Lieblingsduft von Rituals. Bei mir ist es Sakura. Karma ist für mich ein toller Unisex-Duft. Also ich mag den auch gerne. Ja, den mag ich wirklich gerne, weil der so an Spa erinnert vom Duft her. Das ist auch eine schöne Geschichte. Die sind super schnell aufgebraucht. Gut, es sind auch nur 50 Milliliter, ne? Wenn ich so 50 Milliliter Duschgel da in Relation zu sehen würde, die hast du auch schnell aufgebraucht. Aber ich jedes Mal, wenn ich mein Aufgebraucht-Video drehe, dann erzähle ich euch das immer und sage, oh Mann, der war so schnell aufgebraucht. Ja, klar. Gut, dann habe ich hier das nächste Produkt drin und zwar von Algologie ist das. Weil es halt eine Box ist, die französischstämmig ist, haben wir hier öfters mal Produkte natürlich in der Box drin enthalten, die auch eher so auf dem französischen Markt bekannt sind oder die von französischen Firmen kommen, was ich cool finde. Das ist ein Booster Hydra, was? Replenishing Booster. Hydra Replenishing, also quasi richtig feuchtigkeitsspendend. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das ist so eine, ja, das ist Glas, ne? Sieht sehr cool aus und das können wir wirklich gerade im Sommer sehr gut gebrauchen. Ich habe eine sehr trockene Haut. Man sieht jetzt natürlich dadurch, dass ich mich geschminkt habe, dass ich einen feuchtigkeitsspendenden Primer verwende, eine gute Glowy Foundation und sowas alles, ne? Nicht, wie mein Gesicht sonst aussehen würde. Wenn ihr mir auf Insta folgt, AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, seht ihr öfters mal ungeschminkte Varianten meiner selbst. Manchmal drehe ich ja auch Videos hier ungeschminkt, ne? Aber hier sind die Lichter halt wirklich sehr schmeichelnd. Aber ja, auf Instagram seht ihr mich tatsächlich auch oft ungeschminkt. Und ich habe jetzt durch die Schwangerschaft eben eine sehr trockene, sehr sensible Haut, weil ich hatte vorher eine trockene und sensible Haut und jetzt ist überall nochmal sehr davor zu setzen. Genau, deswegen für mich ein tolles, tolles Produkt. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier habe ich jetzt ein Produkt drin enthalten, das hatte ich auch schon mal von Mimi Tika. Jedenfalls hatte ich das schon mal ausgepackt, habe es weitergegeben, weil das ein Selbstbräunerprodukt ist, ne? Das ist ja, 97% natürliche Inhaltsstoffe in dem Produkt, was ich cool finde. Vegan ist das auch noch, ne? Wow. Draußen geht die Party ab. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie viel hier drin sind, wie viel Produkt. Hallo? 10 Gramm, genau. Und das ist eine Gesichtscreme, die aber einen Selbstbräuner-Effekt mit dabei hat. Aus verschiedenen Gründen werde ich das jetzt halt aktuell nicht verwenden und weitergeben. Zum einen, wenn ich einen Selbstbräuner verwende, dann nehme ich den Selbstbräuner-Booster von Beautymates. Da könnt ihr mit Claudi 30%
sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, aber ihr könnt dadurch 30% sparen, Leute. Mega cool. Auf jeden Fall liebe ich den Selbstbräuner-Booster, weil das halt der einzige ist, der mich nicht aussehen lässt wie ein Umpa-Lumpa. Nicht so orange wird halt, ne? Und genau, den kann ich besser dosieren und so weiter. Da komme ich halt echt gut mit klar. Deswegen verwende ich halt keine anderen Selbstbräuner für mein Gesicht, weil das ist bislang nur in die Hose gegangen. Und in der Schwangerschaft, das habe ich euch in dem Video hier oben auch mal erzählt, sollte man eigentlich auf Selbstbräuner eher verzichten, weil, so wie ich das von den Kosmetikfirmen erfahren habe, davon abgeraten wird, das in der Schwangerschaft zu verwenden, weil das leider noch nicht ausreichend langzeittesttechnisch getestet worden ist an schwangeren Frauen. Ne? Und da bin ich dann halt einfach vorsichtig. Genau. Aber an und für sich ein cooles Produkt, was einfach jetzt auch sinnvoll ist, weil man jetzt ja quasi dick Lichtschutzfaktor auf dem Gesicht drauf hat, trotzdem aber gerne auch eine gewisse Bräune ins Gesicht bringen möchte. Und wenn man nicht unbedingt permanent Make-up tragen möchte, kann man gerne einfach ein bisschen Selbstbräuner verwenden. Deswegen ist es eigentlich von der Idee her super und in der Box richtig gut aufgehoben. Ne? Aber halt nicht für mich. Hm. Aber wie ich so oft erwähne, das sind ja auch keine Claudi-Boxen, das sind generelle Beauty-Boxen, die ich hier vorstelle. Als nächstes, ja, das Highlight lasse ich mal bis zum Schluss hier, weil das finde ich echt krass gerade, habe ich hier von Belief etwas mit drin. Ich glaube, das habe ich schon mal verwendet. 9 Milliliter sind hier drin und das ist Aqua Bomb Makeup Removing Cleansing Balm. Ne, den habe ich doch noch nicht verwendet. Ich habe eine Creme davon gehabt. Aber hier so, ne, Cleansing Balm liebe ich. Ich mache ja immer dieses Double Cleansing, was ich einfach hart feiere. Und also erst mit dem Cleansing Balm über mein Gesicht halt drüber gehen, um das Make-up aufzubrechen und halt grob runterzunehmen. Und dann halt mit einem Schaumcleanser oder so nochmal hinterher, um wirklich tiefen Grund rein alles schön runterzunehmen, liebe ich. Und das ist natürlich geil, ne? Ich teste gerne mich durch Make-up-Balsame durch, auch wenn ich natürlich mein Lieblings-Make-up-Balsam Cleansing Balm schon gefunden habe mit The Calm Balm von Yepoda. Auch da, Claudi 30, gibt euch 30% Rabatt, aber ne? Ja, geiles Produkt, liebe ich. Aber ich verwende halt auch gerne mal andere einfach testweise, um euch da auch eine Vergleichsmöglichkeit zu geben. Ne? Genau. Also der wird auf jeden Fall auch ausprobiert werden und ruckzuck leer sein, weil so ein Cleansing Balm braucht sich bei mir schnell auf. Ich schmink mich ja so gut wie jeden Tag, außer es sind dann so Tage, wo es mir vielleicht nicht ganz so gut geht. Da, ne, schminke ich mich nicht unbedingt, aber ja doch, fast jeden Tag schminke ich mich. Und das mache ich einfach gerne, weil es für mich so ein Me-Time-Moment ist, wo ich einfach Zeit für mich habe, wo ich mich im Gesicht streicheln kann, mit Schwämmchen in meinem Gesicht rumfusseln, mit Pinseln mich streicheln kann. Ich liebe das, wirklich. Also für mich ist Schminken Therapie. Deswegen ist es für mich ein Träumchen, dass ich das hier zu meinem Beruf machen konnte, also mein Hobby, das, was ich einfach gerne mache, zu meinem Job. Und da seid ihr einfach dran schuld. Und ich bedanke mich von Herzen bei euch. Muss auch nochmal gesagt werden, oder? So, jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen. Krass. NYX Insta Mask. Wir haben hier einfach 3 Masken von NYX drin. NYX ist sowieso schon mal eine geile Marke. Und dann haben die hier einfach mal so ein Dreier-Set an Masken mit reingepackt. Ist das nicht ein Träumchen? Ich hoffe ja, dass jede die auch in ihrer Box drin hat, ne? Muss ich echt mal recherchieren. Einmal ist es eine Exfoliating and Unifying Mask. Also quasi eine peelende Maske, da muss ich halt jetzt ein bisschen aufpassen. Dann habe ich eine Detoxifying and Glow Mask, das könnte etwas sein, was ich verwenden darf. Und eine Purifying and Smoothing Mask, also eine klärende Maske. Ich glaube, dass diese grüne und die schwarze Maske, die beiden, das könnte echt was für mich sein. Die rosafarbene, glaube ich, aktuell eher weniger, weil manchmal sind da halt so AHA oder BHA Geschichten drin. Die sind aktuell halt für mich leider nicht verwendbar aufgrund von Schwangerschaft, ne? Wisst ihr Bescheid. Da lese ich mir aber nochmal die Inhaltsstoffe, hier stehen sie drauf, nochmal ganz intensiv durch. Ne? Schreibt es euch auch gerne jetzt mal hier irgendwo mit rein, ob ich die alle 3 verwenden darf. So schnell kann ich nämlich nicht lesen. Wow, also das waren echt viele Produkte, muss ich wirklich sagen. Ich gucke mal ganz schnell in diesem Heftchen, ob ich da irgendwas sehe, dass da irgendwas irgendwo nicht aufgeführt wäre. Ja, tatsächlich, also diese NYX-Geschichten sind nicht aufgeführt und das Täschchen ist nicht aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Also entweder bekommt man sowas dann als neue Abonnentin zu oder es musste weg
Ich weiß es nicht. Ich schaue mal bei den anderen Mädels vorbei, was die so in ihrer Box drin hatten. Ja, ich fand die geil. Also wenn ich bedenke, dass ich dafür 14,90 € ausgegeben hätte, wenn ich jetzt die Nyx-Masken und das Täschchen nicht sehe, dann hätte ich quasi den Lippi, dieses Hyaluron-Gedönsen, also das Serum, diesen Make-up-Entferner, das Gesichtsbräunungsvieh und den Duschschaum. Ne? Also das wären dann die 5 Produkte, die safe drin sind. Bei den anderen beiden weiß ich nicht, wo die herkommen. Verwirrung ist hier am Start, ich sag's euch, Leute. Ja, finde ich trotzdem cool, ne? Weil das ist auch ein schöner Wert. Ich habe euch alles irgendwie aufgedröselt, mal hier auch hingeschrieben. Ihr Lieben, mega geil. Habe ich schon gesagt, weil es eine Kooperation ist. Ich zwar keine weitere Box hier zugeschickt bekommen habe, aber trotzdem, weil es eine Kooperation ist, mache ich eine Verlosung. Weiß ich gar nicht, ich rede immer so viel, ne? Und zwar ist natürlich auch in diesem Video wieder eine Verlosung mit drin. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Das ist ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket von mir, was ich an einen von euch verlose. Ich finde das immer ganz cool, wenn man so ein bisschen was zurückgeben kann, ne? Weil das ist ja eine Kooperation. Ich bekomme ja was, ich kann dadurch was testen und so. Und ich kann solche Kooperationen auch nur wegen euch machen. Also von daher, ne, Dankeschön ist immer mit am Start. Ihr Lieben, labern, geile Box, das war's jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!